Himisho ist eine Figur des 20. Jahrhunderts, eine Figur, die das 20. Jahrhundert auf seine Weise geprägt hat, als Dichter und als Zeichner und Maler. Dass Misho aber kein Abkommen der Surrealisten ist, zeigen die Werke dieses ersten Saals. Sie reichen von den dunkeltonigen Gouachen von Ende der 1930er Jahre über die Aquarelle, die er nach dem Krieg geschaffen hat und die ein Aufbäumen gegen jede Konvention, gegen Formen, gegen die Kunst überhaupt zeigen, bis zu den sogenannten Mouvements von Beginn der 1950er Jahre, eine Art bewegte Ideogramme, die dem Zeichen eigentlich zu entfliehen suchen. Wenn Misho zeichnet und malt, dann vertritt er nicht einen bestimmten Stil, im Gegenteil, er lehnt das ab. Er ist jemand, der sucht. Sucht, etwas auszudrücken, was er selbst noch nicht kennt. Und auf dieser Suche gerät er 1955 zum Mescalin und versucht festzuhalten, was er dabei erlebt. Einerseits in Büchern, in denen er minutiös schildert, was er sieht. Zweitens in Zeichnungen und Bildern, die das Pulsieren, das Übermanntwerden, das Überflutetwerden von Rhythmen, von körpereigenen, aber doch fremden Rhythmen darstellen. Bewegung ist für mich schon wichtig, denn Bewegung sprengt das auf, was fixiert ist. Nicht nur die Sprache, die er verlässt, eben um zu malen, sondern auch die fixierten Bildzeichen. Und die Bewegung führt ihn Mitte der 1950er Jahre dann auch zu den großformatigen Tuschemalereien, die zögernd beginnen, dann aber sich mehr und mehr ausbreiten und es existieren wahrscheinlich hunderte davon. Tusche, Aquarell, Gouache sind die Medien, die Misho mochte, denn das flüssige, fließende, nicht ganz kontrollierbare war für ihn anregend. Meist arbeitete er auf feuchten Papierbogen, auf denen sich die Farben weich ausbreiten und auf denen auch die Striche eine eigenartige Profilierung erhalten. Die Freiheiten, die Misho sich nahm, haben ihn dazu gebracht, sein Publikum immer wieder zu überraschen. Und noch in seinen letzten Lebensjahren als sehr alter Mann malte er eine ganze Reihe kleiner, überraschend lebendiger, freier Bilder in Öl- und Acrylfarbe. Überhaupt muss man heute wieder daran denken, dass Misho zu seinen Lebzeiten in Deutschland und der Schweiz ein sehr bekannter Mann war. Seine Schriften wurden übersetzt und herausgegeben und in zahlreichen Ausstellungen von Genf über München bis Hannover wurde er präsentiert. St. Gallen nicht zu vergessen. Also Misho ist nicht zu entdecken, er ist wieder zu entdecken.